Moin sind und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda: Pirates Adventure. Ja, wollen wir mal das wieder rückgängig machen? Hoppla, das war vielleicht ein bisschen laut, egal, Mensch. Dann sollte ich jetzt da drin noch hoffentlich Feuer, also die Fackel nehmen können, die da ist mit dem Schalüssel. Und dann kann ich in den Garten, dann habe ich jede Tür quasi frei gemacht und muss nur noch dafür sorgen, dass ich dahin gelange, wo ich hin muss. Den letzten Geist kalt mache, aufs Herz halt kräftig scheiße. Sei denn, ich kriege den einfach so mal eben zugesteckt, beziehungsweise das Herzteil, ich kriege es mal eben so zugesteckt. Wunderbar. Wenn wir nicht länger fickeln. Fortwitz. Witzwort. Yeah. Richtiger MVP hier. Most valuable player. Ja. Ich playe richtig valuable. Gar nicht. Ja, halt's mal. Wir gucken mal eben, wie der zweite Garten aussieht. Lass mal hier die. Oh. Ich wollte gerade sagen, die unwichtigen Nebencharaktere töten. Da komme ich also lang. Gut, kein Fall verschwendet. Aha, aha, I like it. Aha, aha, a lot. Da brauche ich wieder einen Schlüssel, sonst komme ich auf den Schafott. Das wäre nicht so cool. Nein. Bombe. Pfeil! Wie? Warte mal, kann ich rein? Reicht das denn von der Höhe her? Bin ich wie cheaten können, ne? Scheiße, noch ein bisschen mehr und dann wird das gehen. Es geht! Ich kann tricksen! Easy! Ja, was bin ich denn für ein süßer Snack? Ha! System gedribbelt. So macht man das, meine lieben Leute. Meine Damen und Herren. Mit kleinen Knutschkugeln und Femme Fatales. Oh, jetzt aber. Ja, ich bin ja schon dabei. Ich bin ja schon weg. Ich heb ab. Nichts hält mich am Boden. Bla 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 bla. Alter, wie soll ich denn jetzt von da aus da dran kommen und dann da schießen? Und dann ist da ein scheiß verfickter roter Schalter auch noch. Zu viel Navy CSI geguckt, wa? Diesen scheiß Kackvogel. Also ich spreche erstmal hier drauf. Ey, das schaffe ich nicht mit hinspringen da. Muss ja aber, ne? Man, hier habe ich ja die Fassade, wo ich rüberklettern kann. Wie komme ich denn da drauf? Das funktioniert im Leben nicht. Shit. Siehste? Kann ich ja irgendwie anders. Hoppla. Draufkommen? Muss ich mal heben. Okay, den Brunnen habe ich auch noch nicht gelöst, beziehungsweise aufbekommen. Ich bin maximum verwirrt.
Ich habe auch nicht die Hymne der Zeit. Hoppla, dass ich jetzt irgendwelche Blöcke jetzt erschaffen lassen können. Ich habe ja so gesehen nur Zeldas Lullaby. Ey, sag mir nicht, mir fehlt irgendwie so was wie halt diese Gleitstiefel, ne? Dann kack ich ab, das geht mir ein bisschen auf und sagt, dass mir in jedem Dungeon gefühlt eine Sache fehlt und ich halt nur bedingt weiterkomme. Scheiß drauf, die Rubine, die hole ich mir auf jeden Fall. Das macht mich ein bisschen sauer. Ja, hochklettern ist ja keine Option. Okay. Mimo und mich selbst, ich kann jede Fackel zum Ranziehen benutzen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das normalerweise nicht ging. Wow. Was ich, also früher konnte ich mich wenigstens an ein Laub da so ergötzen. Okay. Jawohl. Fähigkeit. Laubfrosch. Das ist gut. Bleibt das auch? Hoppla. Shit, jetzt komme ich nicht rüber auf das andere Geländer wieder, ne? Doch, geil. GG, Motherfucker. So macht man das. Kann ich mitleben. Jetzt geht es in den Brunnen zu den ganzen Hunden. Genghis Khan. Wie? Das ist eine fette Truhe. Und das Ding ist am Leuchten. Was krieg ich? Ein Schlüssel? Wofür brauche ich den denn wohl jetzt? Rip. Aber irgendwas muss ich ja hier machen. Ich muss ja hier reinkommen. Das ist ja ein Fakt, ein unausgesprochener. Und zwar habe ich gesehen. Stehe schon wieder scheiße. Halt's Maul. Ja, was denn? Wie kam ich daran? Da, siehst du? Hundesohn. Ey, die mit ihren Perspektiven, ne? Die fucken mich so richtig ab. Ein bisschen höher. Noch ein bisschen höher. La Cucaracha. Das ist eine ganz besondere Kakerlake. Mhm. Wir scheißen auf die Spuder. Hier, willst du mal die Leiter mal hochgehen? Ach, ihr Pisser. Ja. Moment. Ich weiß nicht, ob das schlau war oder ob das jetzt dumm war in dem Sinne. Lass mich. Okay. Hauptsache, ich habe die Zeit, dass ich jetzt in Ruhe hier gucken kann, wieder in Ruhe raus kann, nochmal anschießen. Da ist da am Bröckeln ist, bin ich mir ziemlich sicher, dass er diese scheiß Eier sind, oder nicht? Okay. Lass die Viecher rauskommen, ist für mich okay. Kommt mir klar. Siehste? Miep. Miep. Ja, fahr du mal deinen Scheißfilm. Ich verpiss mich. Ich werde den Raum nochmal korrigieren und dann schauen, was der Phase ist, weil irgendwie muss ich auch weiterkommen.
Naja, Stinketeil. Wir schauen mal. Das war sowieso der Ursprung erstmal gewesen. Also der Zustand. Komme ich locker durch. Ja, schickt mir doch den Schmand. Ich hoffe, dass jetzt nichts Wichtiges am Boden war oder ist. Geil. Oh, wei. Na, das klingt ja nach Spaß. Aber wenn ich die alte habe, dann kann ich richtig schön gleich. Shit, ich habe Masterschlüssel nicht. Den werde ich wahrscheinlich brauchen, ne? Weil ich ja sonst gesagt hätte, können wir in den Frontraum gehen und dann mein Lieblingsirrlicht töten. Es sei denn natürlich, die ist dann nicht, die wird woanders hingepackt. Du hast du mit Abstand den beschissensten Raum ausgesucht. Geht doch. Oh nee. Bei deinem Hut alleine schon werde ich richtig Probleme bekommen. Und halt eben diesen Frontbereich. Das bekommt sie auch noch mal als Gürtel. Ja, wer von euch dreht sich denn? Du, okay. Scheiße. Geht doch. Es hat ein bisschen was von Terranigma von den von der Hadeshexe. Die hatte ja auch so vier Mini-Hexen, die dann quasi sich um Ark rumgebildet haben und dann halt immer ihre Sprüche gesagt haben: triffst du die falsche, dann bist du tot, war unter anderem einer. Scheiße, hast du dich jetzt bewegt? Boah, hatte ich Glück. Eiskalt. Schnell, Hexe. Das war, glaube ich, der Links. Okay. Das war knapp. Ich meine, immerhin ist jetzt der. Schnell. Ich war so kurz davor. Halt's Maul. Boah, ey, bin ich am Arsch. Ich hoffe nur, dass jetzt unten in Anführungsstrichen frische Luft ist, weil sonst wird das nochmal ganz schön. Gott sei Dank, lustig, würde ich sagen. Jawohl, die Checkertruhe. Ist da wieder ein Schalter drin oder warum ist da Feuer drin? LOL, ich hab's gecallt. Ich wusste es! Oh nee, muss ich wieder Rubine sammeln. Da hab ich ja eigentlich nicht so einen Bock drauf. Just saying. Zoom. Da ist die Pipiranja. Okay, ich brauche definitiv einen Masterschlüssel. Ich hätte nur jetzt gerne das Tor schon mal offen.
Halt. Da ist was. Ich glaube, einen müsste ich noch, ne? So von der Melodie her. Oder der hat noch einen frei. Das weiß ich nicht. Aber müsste ich jetzt nicht komplett schon einmal drum gedreht haben? Ja, dann fuck, ey. Ja, guck mal hier. Halt. Oh lol, den habe ich übersehen. Oh nee. Okay. Brauche ich doch noch mehr. Wo habe ich denn noch welche übersehen? Hier war auch noch... Nee, das eine war zu, war ja der Raum. Es hängt jetzt aber nicht noch irgendwie einer an der Decke oder was, ne? Um mich hier zu verarschen. Boah, Junge, so ein Fotzen-Move. Ich hoffe, ich schaffe das jetzt schnell. Ich wollte nämlich eigentlich gehen und habe ich gesehen, da ist so ein verfickter Rubin. Okay, ich werde jetzt mal einmal cutten zu einer wichtigen Stelle, wo wir eben schon mal waren, dass ich die Feuerpfeile nutzen kann. Dann kriegen wir hoffentlich mal ein bisschen was zusammen. Okay, wir sind an der Stelle. Ich muss es mal gerade auf einen anderen Bildschirm packen, weil ich da nur parallel was im Installieren bin. Dadum, Feuer frei. Bang. Bang. Achso, von der Leiter. Erstmal. Oh oh. Okay. Hier sind noch mehr Krummel. Ein Schild. Hä? Ne, lass mich die doch besiegen. Und was steht da jetzt hier? Forschungseinheit oder was? Oder gibt die Larven nicht auf? Seit wann ist Gennendorf der Midus-Boss, ne? Rühr diese Eier nicht an. Ansonsten wird Gandorf, mein Chef, mich töten. Von Mido. Warum ist Mido denn hier? Junger Midoriya. Von hier aus kommt man da bestimmt irgendwie hinschießen. Diese eine Skrutula zu bekommen. Ich mache mal F5. Einmal speichern, weil ich hier nämlich zwei. Möglichkeit am Schluss, der eine bringt mich raus. Natürlich töte ich die. Ah ja, ich bin gerade erschrocken. Es geht Steam. Oh. Ach, ich hoffe, das wird jetzt meine Aufnahmen nicht ficken. Aber ich mag das nicht, dass Steam sich einfach öffnet und auf einmal. Meine Fresse, wie viele Programme wollen sich jetzt noch öffnen? Ich will doch einfach was installieren. Alter! Mach doch deinen Scheiß nebenbei. Geh mir nicht auf den Sack. Gott, ist das jetzt wieder eine verbackte Folge? Oder irgendwelche Drecksfenster meinen, sich zu öffnen zu müssen? Leck mich doch. Yay! Ich will das Schild lesen und ich möchte die fertig machen. Aber warum kann ich die da oben nicht... Ah, doch jetzt. Ja. Leck mich. So, Mido. Okay, ah. Mein Köcher wurde von den Skulltulas gestohlen. Ich werde wohl jedes einzelne Netz verbrennen müssen, Mido. Also kriege ich wahrscheinlich immer ein Upgrade für den Köcher. Das ist interessant. Sehr sogar. Sehr interessant. Alles klar, im Zweifelsfall muss ich hier und da mal ein bisschen cutten. Jetzt geht's los mit unserem Cut Night Joe mit Ganondorf. Beziehungsweise Phantom Ganon.
Dann hätten wir das auch mal endlich wieder hinter uns. Bin mal gespannt, wie sich der Kampf abändert. Da steht er, dein Kindheitstrauma. Daddy-Issues. Hello, hello, hello. Ja, das Phantom war nun ein böser Geist aus dem Jenseits, was weiß ich. From the beyond. Beyond meat. Ja, das hat mal weh getan. Bist du das richtig oder machst du kehrt? Okay, verguckt. Ich hab's verdient. Er reitet da. Okay, er nimmt immer dasselbe. Kann man machen. Ab jetzt ist Tennis. Ein ganz großes Kino, ganz großes Tennis. Ich sehe den Scheiß schon wieder nicht. Okay. Ey, wieso schaffe ich das nicht, das direkt dahin zu schleudern? Instant Death. Schön. Schöne Kiste. Ich speichere lieber mal an dieser Stelle. Sicher ist sicher. Endlich. Du bist halt eben nicht das Original. Du bist einfach nur eine Kopie. Geht doch. Elektrik-Trick. Mist. Kann ich das irgendwie beeinflussen, wie die Teile fallen? Mit beeinflussen meinte ich jetzt nicht, dass ich eins aufs Maul kriege. Okay. Hätte ja sein können. Brrp, brrp. Aha, wir haben Bock auf Tennis. Shit. Ich lasse nach. Ey, komm jetzt. Willst du mich verarschen? Ey, das ist ein richtiges Tennismatch. Ich kack ab einfach nur. Fuck, Alter. Glück gehabt. Nice. Und wer wollte mir hier wieder auf den Sack gehen? Geht doch, geht doch, geht doch. Hey, Kid. Das hat sich gut geschlagen. Sieht so aus, als würdest du so langsam ein paar Fähigkeiten dir aneignen. Aber du hast nur meinen Phantom besiegt. Wenn du gegen das wirkliche wahre Ich antrittst, dann wirst du es nicht so einfach haben. Ecke, ich mach dich fertig. Was für eine wertlose Kreatur dieser Geist doch war. Ich werde ihn... Okay. Die Lücke zwischen den Dimensionen. Packen? Keine Ahnung. Verbannen? Bannen wohl eher, verbannen. Jo, das wär's dann mit diesem Part. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch Spaß und away.